Ich zeige euch heute, wie ihr euren PS mit elektrischem Gebläse Plus auf eine Steuerung mit Isobus aufrüstet. Wenn du einen Isobus Aufrüstsatz bestellt hast, bekommst du ein Paket, wo wir im ersten Schritt jetzt schauen, was alles enthalten ist. Der Seewellenmotor, die Abdeckung für den Seewellenmotor, das Anschlusskabel, das Gerätekabel, die Isobus Steuereinheit und die Umbauanleitung. Im ersten Schritt demontieren wir die Seewellenmotorabdeckung. Diese ist mit drei Muttern und einer Schraube fixiert. Jetzt demontieren wir den Getriebemotor. Dafür müssen wir zuerst alle elektrischen Anschlüsse von der Klemmleiste abklemmen. Danach lösen wir die drei Schrauben der Motorhalterung, um den Motor abnehmen zu können. Jetzt demontieren wir das Stromkabel. Die Zubehörrolle und diese Halterung für die Zubehörrolle. Jetzt nehmen wir die Isobus Steuereinheit und montieren diese gemeinsam mit dem Rollenhalter wieder am PS. Für den nächsten Schritt benötigen wir den neuen Seewellenmotor, das kurze Anschlusskabel und die neue Abdeckung. Zum neuen Seewellenmotor ist zu erwähnen, dass sich auf diesem zusätzlich ein Drehzahlsensor befindet. Deshalb ist der alte Motor für eine Ansteuerung mit Isobus nicht mehr geeignet. Bevor wir den neuen Seewellenmotor am PS montieren, klemmen wir das Anschlusskabel an die schwarze Klemmleiste. Dafür legen wir das Kabel von dieser Richtung auf die Halterung und befestigen es mit einem Kabelbinder. Der Anschlussplan für die richtige Verkabelung befindet sich an der Innenseite der neuen Seewellenmotorabdeckung. Einer der vielen Vorteile des neuen Isobus-Systems ist jener, dass sowohl Geschwindigkeits- und Hubwerkssignale vom Traktor als auch von externen Sensoren verwendet werden können. Wenn in deinem Fall die Geschwindigkeit und Hubwerkssignale vom Traktor kommen, dann benötigst du diesen Stecker nicht. Montiere diesen mit einem Kabelbinder an der Halterung, damit dieser unter der Abdeckung geschützt ist. Möchtest du einen externen Geschwindigkeits- und/oder Hubwerkssensor verwenden, dann darfst du dieses Kabel hier nicht fixieren, sondern wir führen es nach der Montage später aus der Getriebemotorabdeckung heraus. Im nächsten Schritt montieren wir den Getriebemotor wieder mit den drei Schrauben am PS. Jetzt schließen wir das Anschlusskabel des Motormoduls und alle restlichen Sensoren laut Anschlussplan in der Abdeckung an.
Im nächsten Schritt montieren wir die Abdeckung. Die Kabel führen wir durch die mitgelieferten Gummitüllen. Nun müssen wir das Kabel mit der violetten Verriegelung an der Steuereinheit befestigen. Dafür müssen wir diese Schraube lösen und die Abdeckung abnehmen. Damit das Kabel einen guten Halt hat, wird es an dieser Stelle mit einem Kabelbinder fixiert und hier mit den zwei bereits montierten Schellen. Jetzt verbinden wir den zweipoligen Leistungsstecker, fixieren ihn mit der Haltelasche und stecken die Schraubschutzkappen zusammen. Wie bereits vorher erwähnt, können an diesem Stecker nun externe Geschwindigkeitssensoren oder Hubwerkssensoren angeschlossen werden. Jetzt öffnen wir das Motormodul, damit wir den Schalter für die EasyBus-Anwendung aktivieren können. Zum Abschluss des Umbaus müssen wir noch das neue Gerätekabel verbinden. Diese Seite wird mit diesem Stecker am PS verbunden. Und diese Seite kommt direkt in den EasyBus-Anschluss am Traktor. Der Umbau ist jetzt abgeschlossen. Als letzten Schritt zeige ich euch noch die erste Inbetriebnahme. Je nach Traktortyp kann es bis zu 5 Minuten dauern, bis die Anwendung vollständig hochgeladen ist. Sobald die Anwendung vollständig hochgeladen ist, müssen wir die Ersteinstellungen durchführen. Dafür halten wir 5 Sekunden die Set-Taste. In diesem Menü ist einzustellen, welcher Streuer am Gerät angebaut ist bzw. mit welchem Gebläse. Im ersten Punkt wählst du dein Modell aus. Dabei unterscheiden sich die Einstellungen zwischen E und H. E steht für elektrisches Gebläse, H steht für hydraulisches Gebläse. Im zweiten Schritt wählst du aus, welches Gebläse dein PS hat. Elektrisch, elektrisch plus oder hydraulisch. Wenn du die Ersteinstellungen durchgeführt hast, drückst du OK. Anschließend wird die Anwendung neu gestartet. Ein detailliertes Video zur Menüführung findest du auf unserem YouTube-Kanal oder verlinkt in der Videobeschreibung. Die Aufrüstung auf EasyBus ist hiermit abgeschlossen. Weitere Details findest du auf apv.at und auf unseren Social Media Kanälen. Bis bald!